Um genauer zu sein, gibt es einen Hadith, der das auch erklärt, wie es passieren wird. Und der Hadith überliefert, authentisch überliefert bei Sahih Bukhari und Muslim. Und darin steht, dass Ya'juj und Ma'juj, Gog und Magog, dass dieses Volk jeden einzelnen Tag dort graben und graben und graben, versuchen, diese Mauer zu durchlöchern, und sie graben von den ganzen Tag. Ja, und die sind sehr, sehr groß in Anzahl. Und es gibt einen über sie, als wäre es ein Führer, ja, ein Führer oder einer, der das Sagen hat. Und jeden Tag werden sie an dieser Wand und in diesem Tal, in dem sie eingekesselt sind oder eingeschlossen sind, sie graben und graben und versuchen dort rauszukommen. Bis sie schaffen, dass es ein Loch gibt. Und dieses Loch wird so groß sein. Ja, dieses Loch wird so groß sein. Und dann werden sie aber müde und erschöpft sein, und sie werden sagen: Lasst uns morgen weitermachen. Lasst uns morgen weitermachen. Und dann werden sie sich schlafen legen, und wenn sie am nächsten Morgen wieder aufstehen, wird alles wieder dicht sein. Und eigentlich sollte ich einen anderen Hadith vorher erwähnen. Ein Hadith, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages bei seiner Frau Zainab radiallahu anha geschlafen hat, ein Mittagsschlaf, und plötzlich wachte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf. Plötzlich wachte er auf und er war erschreckt. Er sagte: La ilaha illallah. Vor einem Wehe den Arabern. Wehe den Arabern vor einem Übel, das sich genähert hat. Und er sagte dann: Heute wurde bei Ya'juj und Ma'juj, der Wall von Ya'juj und Ma'juj, dort wurde heute zum ersten Mal ein Loch geöffnet, was so groß ist. Und er zeigte das, ja, oder so. Ein Loch, welches so groß ist wie dieses. Zum ersten Mal. Ja, nee, sie waren schon dort, ja, nee, Allahu A'lam, 1500, 2000 Jahre. Und haben jeden Tag versucht, dort rauszukommen. Und an diesem Tag, als der Prophet Muhammad sallallahu aufgewacht ist und dieses im Traum erlebt hat und Allah es ihm gezeigt hat, ist er auferweckt in Schrecken und Angst, weil er weiß, was für eine Fitna das ist. Und liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir Glauben haben, und zwar, dass wir an alles glauben, was im Koran und der Sunna steht. Weil wenn wir darüber berichten, wallahi, einer, der nicht glaubt, einer, der nicht an Allah glaubt, er könnte sagen: Ja, aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir haben Google Earth und man kann mit den Satelliten, man kann alles sehen. Man weiß doch alles. Es kann doch nicht sein, dass irgendwo auf dieser Erde irgendein Ort ist und dass dort Millionen oder Allahu a'lam, wie viele Menschen leben und abgeschnitten von der Welt, und wovon ernähren sie sich und wie machen die das und wie geht das? Allah azza wa jall, Allahu a'lam. Allah ala kulli shayin qadir, und Allah azza wa jall ist der Wahrhaftige, der die Wahrheit spricht, und wir sind die Gläubigen, die an die Wahrheit glauben, und wir glauben an alles. An jeden einzelnen Buchstaben, der im Koran steht.